Herzlich willkommen zu Mogis Daily Heroic, dem Progress-Tagebuch. Ja, Progress-Tagebuch. Wir befinden uns immer noch im Urlaub, wenn man das so nennen darf. Und ja, was habe ich heute gemacht? Nicht viel, wobei eigentlich doch viel. Ich selber habe aber nicht gespielt, sondern heute war ja wieder der Effective Raid. Der mich an dieser Stelle übrigens krass enttäuscht hat. Jungs und Mädels, das sah Donnerstag so gut aus. Und heute haben sie irgendwie ein bisschen gesackt. Naja, haben sich dann dazu entschlossen, das Ganze Normal Mode hier zu machen. Masu und ich haben das Ganze natürlich kommentiert. Und es haben immerhin ein paar Leute zugeguckt. Also gehe ich mal davon aus, dass es auch den meisten gefallen hat. Ja, morgen ist es so, dass Effective da LFR wohl raidet. Ich habe jetzt zwar noch nicht mit dem Masu gesprochen, aber ich werde natürlich versuchen, ihn da natürlich auch wieder zu überreden, das Ganze mit mir irgendwie zumindest ein bisschen zu kommentieren. Ich meine, LFR, hallo, da werden bestimmt total die gammeligen Chars mitgenommen und umso lustigere Fails werden dadurch passieren. Und ja, kann eigentlich nur lustig werden, meiner Meinung nach. Ansonsten gehen wir mal auf den Progress ein, wie er sich für mich quasi darstellt jetzt. Also ich kann es ja nur als Beobachter leider irgendwie nachvollziehen. Es hat sich immer noch kein siebter Kill, also der siebte Boss steht immer noch standhaft, Spine of Deathwing. Wobei mir da jetzt auch zugetragen wurde, dass wohl unter anderem ein Bug dabei ist. Also dass irgendwas wohl nicht ganz so funktioniert, wie es sein soll. Ja, ich weiß es nicht so genau, was ich davon halten soll, aber ja, ich selber habe es ja noch nicht gespielt, deshalb ja, lassen wir das uns erstmal so stehen. Dann ist mir aufgefallen, wobei ich jetzt nicht weiß, ob das wirklich heute war, dass eine weitere Gilde aus Deutschland den sechsten Boss getötet hat, im Zehner. Das ist Solid Line von BlackRock, hat mir jetzt soweit gar nichts gesagt, ja. Ich bin gespannt, was da noch zu sehen ist von den Jungs und Mädels vielleicht, oder vielleicht auch keine Mädels, wer weiß es schon. Ja, ihre AOD versucht sich wahrscheinlich noch weiterhin am Spine, Refuge, Hortlinge, Moons und jetzt halt Solid Line, also fünf deutsche Gilden sind jetzt dabei, Deathwings Rücken zu bekämpfen, beziehungsweise die Tentakel, die draufstehen. Ja, vielleicht werde ich doch Lügen gestraft und ich habe ja gedacht, es wird clear, diese ID. Ja, jetzt weiß ich natürlich nicht, inwiefern dieser Bug, ob das jetzt stimmt und inwiefern das es vielleicht schwerer macht und bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall, bisher ist er noch nicht tot. Das heißt, nächste Woche wird wahrscheinlich dann wieder das Race von neuem beginnen und jeder muss seine Bosse re-killen. Zumindest, obwohl zwei Tage sind ja noch offen. Zwei Raid-Tage, wo die Raid-Gilden natürlich ausrasten werden und alles geben werden wahrscheinlich. Ja, ich bin weiterhin gespannt, wie es weiter aussehen wird natürlich im Race um den absoluten Endboss-Kill in Kata. Ja, mal gucken. Ja, ansonsten immer noch das heiß diskutierte Thema, was ja eigentlich so sich durch den ganzen Tag weiterhin gezogen hat, ist, ob die Leute, die den Bann jetzt bekommen haben, ob sie den Jahrespass verlieren oder nicht. Ja, ich habe dazu ja im letzten Daily Heroic schon was gesagt, dass ich halt bei Blizzard einfach angerufen habe und dort wurde mir gesagt, dass ich das zumindest, also was heißt es, ich zumindest, ihnen ist nicht bekannt, dass so etwas geplant ist und es gäbe wohl halt, wie gesagt, nur diesen Fehler, wenn das Abo sich erneuern würde. Was ich damit meine, wenn da jetzt die Flames kommen, von wegen, wann erneuert sich denn bitte ein Jahresabo und sowas, ne? Hört euch einfach mein altes Daily Heroic an, da habe ich das dann ja schon erklärt, wie ich das meine. Und ja, jetzt gibt es, also
Der Masu hat einen ganz lustigen Fakt festgestellt. Es gibt jetzt einmal, also ist ja auch nicht bei allen so, aber es gibt einmal ein paar Leute, die haben halt ihren Jahrespass verloren durch den Bann. Die wollen den aber wieder haben. Die rufen dann halt bei Blizzard wohl an und die Antwort ist, geht nicht, du hast gecheatet, vorbei. So, damit kann ich jetzt erstmal leben. Oder muss man ja theoretisch leben, auf jeden Fall. Dann gibt es aber wohl auch nochmal eine andere Fraktion sozusagen. Die sind gebannt worden, die haben diesen Jahrespass und sie haben ihn wohl auch immer noch. Sie wollen ihn aber nicht mehr haben und die rufen bei Blizzard an und Blizzard sagt, nein, den kann man nicht kündigen, das geht nicht. Ja, finde ich ein bisschen kurios. Also ich denke mal, jeder wird da jetzt vielleicht so seine eigene Meinung zu entwickeln. Mich persönlich würde es verwirren, ja, also wobei ich jetzt auch nicht weiß, ob vielleicht der Jahrespass, der bei den Leuten, wo der weggenommen wurde, ob da vielleicht schon mehrere oder häufigere Accountstrafen irgendwie drauf waren oder so. Das weiß ich jetzt natürlich alles nicht, ja. Ich habe ja nur gefährliches Halbwissen aus dem Internet und aus den Foren. Trotzdem finde ich, ist das Ganze ein lustiger Fakt und ihr habt bestimmt auch die ein oder andere Meinung dazu und die interessiert mich natürlich und es würde mich freuen, wenn ihr die auch mir zukommen lasst und zwar am besten, wenn ihr auf marmaflask.com geht, auf dieses Daily Heroic klickt, einfach einen Kommentar hinterlassen oder mir vielleicht auch einfach euer Erlebtes schreiben, wie das jetzt bei euch so war, also wie gesagt, es gibt halt diese beiden Camps, nenne ich es jetzt mal, diese beiden Fraktionen, wo irgendwie was passiert. Bei mir ist es so, ich habe den Jahrespass, ja, also zumindest laut dem Blizzard-Support-Menschen noch, und ich will ihn auch behalten. Deshalb bin ich gespannt, ob ich noch in eine der Seiten abdrifte. Also wahrscheinlich, wenn er in die, oh, mein Jahrespass ist weg und ich kriege ihn nicht wieder. Ja, aber das hoffe ich natürlich nicht. Ansonsten, ja, heiß diskutiertes Thema auf jeden Fall. Packt dazu ein paar Comments rein auf manaflask.com zu diesem Daily Heroic oder, ja, lasst mich da auf jeden Fall nicht im Dunkeln stehen. Eure Meinung interessiert mich da natürlich. Ich selber finde es halt ein bisschen komisch. Also, wenn es denn wirklich so sein sollte, also, ich muss jetzt ja für mich einen gleichberechtigten Fall schaffen, wenn es so ist, dass jemand, sage ich jetzt mal, seinen ersten Bann hatte durch diesen Jahrespass und er ihn dadurch verloren hat und jemand anders seinen ersten Bann hatte, ihn jetzt aber nicht mehr haben will und den dann dadurch nicht los wird, also wenn beide Vorgeschichten vom Account sozusagen gleich sind, fände ich es doch ein bisschen komisch vom Blizzard und irgendwie ja auch, ja, wenn ich jetzt wieder sage inkonsequent, dann weiß ich wieder, was passiert, ne? Da ist man ja jetzt vorsichtig geworden. Ja, ich würde mir wünschen, dass Blizzard vielleicht da zumindest beim Jahrespass nochmal so ein bisschen ein Auge zudrückt. Das wäre dann vielleicht auch aufgrund der Vergangenheit, die ich ja schon mal angesprochen habe, dass man da halt sagt, nee, kommt, den Jahrespass lassen wir noch auf den Accounts, ist kein Problem. Aber, ne, wenn man vielleicht hier nochmal Scheiße baut und so, dann, dass der weg ist. Das wäre ja dann okay. Ich bin gespannt, was Blizzard dazu irgendwie mal schreibt oder ob es dazu irgendwie ein offizielles Statement gibt oder ob ich eins überlesen habe bei meinem ganzen Rumgesuch und Durchlesen in den Foren. Auch das könnt ihr mir natürlich in den Comments hinterlassen. Ja. Ansonsten war ja heute nicht viel los. Wie gesagt, wir haben den Raid moderiert. An dieser Stelle nochmal, der Relima ist ultra schlecht aufgefallen. Ja, das haben wir jetzt auch mal in einem Daily Heroic festgehalten. Gruß an ihn an dieser Stelle. Ja, schade eigentlich. Und die 5000 Gold kann ich effektiv auch nicht geben, weil sie haben den Boss ja nicht HC getötet. Und dann habt ihr ja gesagt, ich kann denen ja gar keine 5000 Gold geben, weil ich ja gebannt bin, aber ich gehe nochmal davon aus, dass ich ab Mittwoch entbannt bin und dann hätte ich denen das Gold natürlich gegeben, aber gut,
sie wollten es heute nicht, haben ihn nicht HC getötet. Also es sah wirklich bitter aus, muss man sagen. Ja, es ist, verstehe ich noch nicht so ganz. Ja, ansonsten ist heute auch noch was rausgekommen, allerdings auf dem Stream. Das habe ich gar nicht selber recherchiert. Da sieht man mal wieder, was man ohne seine Community wäre, ja, und zwar gar nichts anscheinend. Es gibt wohl ein EA-Presseforum oder so, und da ist wohl das ein oder andere rausgerutscht, wann die jeweiligen Pre-Order-Keys vergeben werden, je nachdem, wann man bestellt hat. Ja. Dabei ist rausgekommen, dass die Leute, die im Dezember erst die Pre-Order sich geholt haben, so wie ich, dass diese trotzdem schon, was ich zumindest, also was mich sehr freut, wohl ab 15., zumindest wenn diese Info denn richtig ist und wenn der Mond in einem gewissen Winkel steht und so, ja, ist natürlich ohne Gewehr, aber dann kann man wohl schon ab dem 15. spielen, auch wenn man erst im Dezember sich das Pre-Order-Ding geholt hat. Mich persönlich freut das natürlich. Hab auch schon ein bisschen mit Masu drüber geredet, er wird dann wahrscheinlich auch noch hier sein. Und das heißt, ihr könnt uns beiden beim Leveln zugucken, sage ich jetzt mal. Bei mir halt auf meinem Stream, bei ihm auf seinem Stream. Bei mir gibt's halt eher so die Jar Jar Binks Methode vom Verpeiltsein her. Ich glaube, der Masu ist da ein bisschen fitter und wird wahrscheinlich ein bisschen besser durchleveln. Ich weiß gar nicht, der Deko wird's ja auch spielen, ob der auch streamen wird. Ich frag das gerade mal nach. Deko, wirst du streamen? Ja. Ja. Natürlich. Natürlich, sagt er. Ja. Alle zu, okay. Also ihr hört, ihr habt eine Menge Poffs sozusagen zur Auswahl. Also allein das Leveln werden hier aus der Wohnung drei Leute streamen. Ich bin Cis Inquisitor Warlock. Masu ist, glaube ich, zum Cis Inquisitor Assassin, vermutlich, hingekommen. Der Deko ist sich auch noch nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass also Bounty Hunter oder Imperial Agent, eins von beiden wird's auf jeden Fall, ne? Deko? Mhm. Gut. Also habt ihr da auch so ein bisschen die verschiedensten Klassen, denen ihr da beim Leveln zugucken könnt. Ich hoffe natürlich, dass viele bei mir zugucken. Aber wie gesagt, an sich 15. Dezember solltet ihr auf jeden Fall dann zumindest die Star Wars Interessierten oder die, die sich vielleicht auch gerne von dem Spiel ein bisschen anstecken lassen wollen, auf Mana Flask vorbeigucken, wird wahrscheinlich eine Menge Streams geben, wo ihr zugucken könnt, wie wir leveln. Wie gesagt, bei mir erwartet bitte nichts Professionelles, weil ich bin da mega verpeilt und ihr habt auf jeden Fall die Chance, mich richtig auszulachen. Aber das auf jeden Fall schon mal so weit, dass ihr da, ne, schon mal das Popcorn und die Chips euch besorgen könnt. So wie es momentan aussieht, ist es natürlich dann am Donnerstag soweit. Hoffentlich seid ihr aber auch nicht traurig, falls es nicht so ist, weil ich meine, ich kann jetzt sagen, ja, hier Donnerstag, ne, da streame ich SWTOR, aber wenn ich jetzt den Zugang halt da nicht habe, dann kann ich es halt nicht machen. Aber das, denke ich mal, versteht ihr ja. Und gut, das ist halt so eine Info, die im Internet rumschwirrt. Ich würde sagen, googelt da einfach mal nach, dann werdet ihr das auch finden. Ja, wann, also es ist wirklich so eine Auflistung. Je nachdem, in welchem Monat man den Pre-Order-Key eingelöst hat, je nachdem wird man auch freigeschaltet. Ja, das Ganze geht aber quasi vom 13. bis 15. und danach ist es dann schon halt kein Pre-Order mehr, dann kann man halt ab dem 20. spielen. Die Nachricht hat mich auf jeden Fall ein bisschen erfreut und ja, mal gucken. Ab 15. dann wohl, ne? Star Wars leveln und oh mein Gott, wenn ich schon wieder dran denke, dass ich da wieder rumlaufe und für irgendeine Quest, weil ich es nicht raffe, 3 Stunden brauche und Deko und Masu werden das innerhalb von 2 Minuten raffen und die durchhaben, dann graut's mir schon wieder. Aber naja. Ja, ansonsten habe ich ja gestern schon einen Aufruf gestartet. Bisher ist noch nichts eingegangen. Falls irgendwer von euch, wie gesagt, einen Jingle für das Ganze hier machen will, immer her damit.
Ich benutze es gerne, leider Gottes. Ich bin unmusikalisch. Ja. Würde mich super freuen, wenn da der ein oder andere was macht. Ich meine, mich haben zwar ein paar angeschrieben und haben gesagt, ja, hier, wenn ich Zeit habe, mache ich das mal und hey, ich arbeite schon an was. Aber natürlich freue ich mich, wenn die das auch wirklich machen. Aber die meisten Leute waren bisher immer so, dass sie gesagt haben, ja, das und das mache ich und dann haben sie es halt nicht gemacht und deshalb versuche ich dann noch weiter Werbung für zu machen. Und ich kann euch ja versprechen, dass egal was für ein Jingle kommt, es sei denn, ihr macht, ja, wie nenne ich das jetzt? Sehr großen Unfug, dass ich den auf jeden Fall einmal vorstellen werde. Das kann ich euch ja auf jeden Fall versprechen. Ja, ansonsten, Seli hat neue Bilder gemacht für den Stream. An dieser Stelle nochmal ein Riesendank, Alex. Ja, die Bilder sind diesmal echt richtig gut geworden, meiner Meinung nach. Gibt sogar jetzt ein Wallpaper, ja, was wir vielleicht auch mal veröffentlichen sollten. Dann könnt ihr euch das runterladen sogar. Ja, da bin ich riesig stolz drauf. Danke, Alex, an dieser Stelle. Ich habe jetzt, glaube ich, nichts mehr vergessen. Hört sich auch komisch an, ne? Naja. Auf jeden Fall habe ich euch alles, glaube ich, jetzt erzählt, was heute so los war, was heute verändert worden ist und so weiter und so fort. Dann würde ich mir vielleicht noch wünschen, für diejenigen, die dieses Daily Heroic hören, und wenn ihr vielleicht in der Gilde seid oder so, und ihr sagt, Mensch, die Daily Heroics, eigentlich sind die ganz lustig, die sollte man, sollten sich mal mehr anhören, also wenn sie euch gefallen. Kleine Bitte, linkt vielleicht einfach mal in euren WoW-Foren, also in den Gildenforen vielleicht, und ja, vielleicht erreiche ich dann so mehr Leute und natürlich könnt ihr die dann auch fragen. Ich weiß nicht, wer in der Gilde einen hat, der vielleicht musikalisch eine Koryphäe ist. Also gibt es bestimmt viele, ja, könnte ich mir vorstellen. Dann könnte ich vielleicht da auch noch jemanden finden, der einen Jingle macht oder sowas. Wer weiß. Würde mich auf jeden Fall freuen. Also, spreadet das Ganze. Ansonsten facebook.com/mogilive. Da bekommt ihr immer mit, wann der Stream online geht. Bisherige Wochenplanung ist, dass ich Montag, also morgen, Schrägstrich, ihr hört es wahrscheinlich dann heute, weil ich nehme es ja jetzt quasi gestern auf, ne? Ganz tricky Sache. Also am Montag werde ich voraussichtlich mit Masu den LFR-Raid von Effective kommentieren. Mittwoch, wenn Masu und ich entbannt sein sollten, werden wir vielleicht auch gemeinsam nochmal ein bisschen WoW zocken. Den letzten Abend gemeinsam. Also den letzten Abend für dieses Jahr vielleicht oder zumindest erstmal. Ja, und ab Donnerstag dann wahrscheinlich Star Wars The Old Republic Level Action. Und dann ist natürlich die Woche prall gefüllt. Daily Heroic wird es trotzdem weitergeben. Ich hoffe, ihr freut euch ein bisschen drauf. Und ja, wenn es euch gefällt, empfehlt es weiter, macht Werbung dafür. Spread the word quasi. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss, ciao, ciao und bis morgen.